Aktuelle Anlass. <laughs> es geht um schriftliche Additionen, Subtraktionen, diese alten Rechenverfahren, die man eigentlich beherrschen sollte, wenn man keinen Taschenrechner hat oder nicht zur Verfügung hat. Ganz einfache Geschichte, fangen wir mit der Addition an. Ich gehe dann in verschiedenen Videos auf die anderen Verfahren ein. Also fangen wir mit der Addition an. Das ist jetzt unser Hauptthema. Addition. An sich, eigentlich eine ganz billige Geschichte. Ich nehme mal beliebige Zahlen. 982 plus und dann schreibt man die aber ganz genauso untereinander, wie sie auch sind, die Zahlen. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel nur eine zweistellige Zahl darunter schreibe, dann bitte rechtsbündig. Ne? Immer die Einer unter die Einer. Hier sind die Einer, die Zehner und die Hunderte und so weiter und so fort. Und jetzt nehmen wir mal eine andere Zahl, mal wegen 49 dazu. Wir machen einen Strich drunter und addieren. 9 plus 2 ist 11. Und jetzt empfehle ich, hier eine kleine, nämlich in die 10er Spalte, den Übertrag reinzumalen. Warum? Es könnte durchaus sein, und das passiert immer wieder, dass man aus irgendeinem Grunde unterbrochen wird und wenn man diese 1 jetzt irgendwo anders reinschreibt oder sich einfach nur versucht zu merken, ist sie weg. Jetzt habe ich viel geredet in der Zeit und muss mir gar nicht mehr äh, Gedanken machen, wie viel 9 plus 2 äh, war, nämlich ich habe hier schon die 1 stehen. Ich gehe weiter, 8 plus 4 ist. 12 und 1 ist 13. Und da kann man einfach diese kleine 1 übermalen und von der 13 die 1 da reinschreiben. 9 plus nichts, plus nichts dastehen, das heißt also 9 plus 0 bleibt so, aber plus 1 ist 10. Und damit haben wir das Ergebnis. Ergebnisse am besten immer doppelt unterstreichen. Machen wir das Ganze mit einer Kommazahl. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5 äh, plus... Äh, naja, machen wir es gleich so. 6, 7, 8,91. Und ich mache wieder einen Strich drunter. Und das gleiche Verfahren. Und wir behalten, da wir ja schön alles untereinander geschrieben haben: einer Zehner und so weiter, auch Zehntel Hundertstel. Äh, behalten wir die Übersicht ganz gut. Wir machen das genauso wie hier drüben. 5 plus 1 ist 6. Kein Übertrag nötig. Ne? Ich könnte auch 0,6 hinschreiben, ist aber Quatsch. 9 plus 4 ist 3. 10, da ist er. 8 plus 1 ist 9, plus 3 ist 12. Hier ist wieder der Übertrag. 1 plus 7 ist 8, plus 2 ist 10. Hier wieder den Übertrag. 1 plus 1 ist 2, plus 6 ist 8. So kann man es auch machen. Also es ist egal. Es ist egal, ob ich von oben nach unten oder zwischendurch multipliziere, wenn sich das anbietet, kann man manchmal Rechenvorteile. Anwenden. Zum Beispiel 5 plus 5 ist 10, das geht schneller, und dann eine 3 dazwischen. wenn also hier steht 5 plus 3 plus 5, dann sage ich 5 plus 5 ist 10 plus 3 ist 13, das geht schneller und leichter. Und deswegen ist es wirklich egal, ähm, ob ich nun von oben nach unten oder wie ähm, addiere. Das ist nicht das Problem. Dahinter steckt folgende Weisheit: 7 mal 4 ist 28 und umgekehrt, 4 mal 7 ist das gleiche. Und das geht auch mit. Der Addition, also 3 plus 5 ist 8 und 5 plus 3 ist auch 8, daher das. So, das kann man mit der schriftlichen Addition ganz super machen, das geht ganz einfach. Eine Schwierigkeit noch, eine scheinbar schwierige Aufgabe, bleiben wir bei solchen Zahlen. 6, 7, jetzt mache ich es mal so, 0,8,032. Dazu soll ich addieren 0,3. 175 zum Beispiel. 0, das sind keine Einer, deswegen habe ich die Komma, wenn die untereinander stehen, habe ich eigentlich schon gewonnen, dann müsste der Rest eigentlich auch klappen. Hier das gleiche: 5 plus 2 ist 7, kein Übertrag, 7 plus 3 ist 10, hier der Übertrag, 1 plus 1 ist 2, jetzt kommt das Komma, kein Übertrag, 8, 0, 7, 6, also. Nichts Gefährliches passiert. Das gleiche kann ich auch machen mit ganz großen Zahlenkolonnen. Zum Beispiel äh, 231 plus äh, 327 plus 538 plus äh, 911 plus 4 und so weiter. Auch hier gleiches Verfahren wie oben gezeigt. Jetzt addiere ich einfach von oben nach unten alles irgendwie, wie es passt. Und jetzt könnte ich zum Beispiel einen Rechenvorteil anwenden, wenn mir das im Kopf schwer fällt. Moment, äh, dass ich sage: Na gut, 8 plus 1 plus 1 ist 10 plus 7. Ich darf dann bloß nicht in der Reihenfolge durcheinander kommen. Ich mache es trotzdem und versuche es immer, so dass ich mein Gehirn ein bisschen trainiere, ohne Rechenvorteile auszukommen. Es geht besser. 1 plus 7 ist 8 plus 8 ist 16, 17, 21. Jetzt kommt die gemerkte 2 hier wieder hin. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wem das besser gefällt, sich so ranzuzählen, der macht das eben so. 1 plus 9 ist 10, 15, 18, 20 und fertig. Das Ganze geht mit Kommazahlen und 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 und. Also ich glaube, da gibt es wohl nicht die großen Fragen. Ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab und mache dann mit der, wo oh, wollten wir, Subtraktion mache ich dann weiter.